Hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Heute gibt es mal ein schnelles Rezept. Wir nennen es eigentlich immer so Feierabendrezept. Hat den Hintergrund, wenn wir Feierabend machen, ist meist so 3:15, halb vier. Kommen wir durch ein paar Ortschaften, wo man was besorgen kann. Heute haben wir uns, wieso heute? Nein, wir haben das schon am Donnerstag gemacht. Ja, so irgendwie was mit Geschnetzelten. Ja, alles besorgt. Ja, und daraus kam dann halt das Geschnetzelte mit Weißwein-Zwiebelsauce. War eine total leckere Sache. Nimmt auch nicht viel Zeit in Anspruch. Schaut es euch einfach an. Wie gesagt, wir haben das Donnerstag schon gemacht. War sehr lecker. Deswegen machen wir heute auch keinen großartigen Abspann. Wenn es euch gefällt, lasst wie immer einen Daumen hoch da, netten Kommentar. Und abonnieren könnt ihr unten rechts. So, genug erzählt. Film ab. Viel Spaß. So, das sind unsere Zutaten für unser Geschnetzeltes in Zwiebel-Weißweinsauce. Wir haben hier ca. 600 Gramm Hähnchenbrust geschnetzelt. Champignons, kleine, die lassen wir auch so. Ein gutes Glas Weißwein. Zwei gehackte Zwiebeln. Olivenöl brauchen wir. Kochsahne. Und Gewürze. Das bleibt eigentlich jedem selbst überlassen. Wir nehmen Paprika rosenscharf und edelsüß, Fondor und Curry. So, und gleich geht's hier weiter. Ja, los geht's. Zuerst geben wir unser Hähnchenfleisch in eine Schüssel. So. Darauf geben wir so gute 2 Esslöffel Olivenöl. Dann kommen unsere Gewürze. Da haben wir, ja, das ist unser Paprika rosenscharf. Da nehmen wir 2 Teelöffel von. Genauen Mengenangaben gibt es natürlich wie immer in der Infobox. 1 Teelöffel Paprika edelsüß. Von dem Fondor nehmen wir auch einen guten Teelöffel. Das ist ein bisschen, ja, das sollte einer sein. Ja. So, und zum Schluss unser Curry. Da geben wir auch einen großzügigen Teelöffel. Ach, machen wir 1,5 heute. So, das war's an den Gewürzen. Das Ganze wird jetzt vermengt. So. Und wird dann so circa 1 bis 1,5 Stunden im Kühlschrank durchziehen. Ja, und dann sehen wir uns auch wieder. Ja, Freunde, es ist soweit. Wir braten jetzt unser Hähnchenfleisch ganz scharf an. Abstellfläche für den Hähnchen. Ja. Das wird alles sehr scharf angebraten. Und wenn wir damit fertig sind, nehmen wir es raus. Ja, und dann sehen wir uns wieder. Ja, unser Fleisch haben wir jetzt beiseite gestellt. In dem restlichen Bratenfett kommen jetzt unsere Zwiebeln rein. Wollen hier nichts verschwenden. So. Die dünsten wir jetzt ganz kurz an.
So, sind schon leicht glasig. Wo ist der Weißwein? Hier ist der Weißwein. Und jetzt Schluck für Schluck löschen wir jetzt ab. So. Und jetzt kommen auch schon unsere Champignons ins Spiel. Haben wir alle geschafft, jawohl. Die ganze Sache gießen wir jetzt nach und nach mit Weißwein auf. Und wenn wir dann soweit sind, sehen wir uns an selbiger Stelle wieder. Ja, unser Weißwein ist jetzt so gut wie einreduziert. Jetzt geben wir die Kochsahne dazu. So. Die lassen wir ganz kurz mit aufköcheln. Und wenn wir das Fleisch dazu geben, seid ihr auch wieder mit dabei. Jetzt ist es soweit. Jetzt kommt unser Fleisch dazu. Wird nochmal alles durchgerührt. Was meinst du, wie lange lassen wir es noch köcheln? Ich denke mal so 1-2 Minuten. Ja, auf jeden Fall noch. Ja, dann wird serviert, eventuell vorher noch abgeschmeckt. Und bei uns gibt es heute Reis dazu.